Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen kleinen Let's Test von Ninja Pizza Girl. Ich weiß nicht, was mich hier hinter diesem Titel erwarten wird. Ich habe es gerade eben erst gestartet, aber jetzt sehe ich hier erstmal meine schöne Maus. Habe keine Ahnung, ich habe dieses Spiel gerade eben runtergeladen und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was für ein Titel sein könnte. Von den Bildern her würde ich schätzen, es ist sowas wie so ein Runner halt, so ein typischer. Und ich gucke mir das Ganze jetzt mal an. Wir machen ein New Game. Guck mal hier, was passiert. Oh Leute, es gibt sogar eine Story Mode hier. Das ist doch auf jeden Fall mal interessant. Dann gucken wir uns doch einfach mal den Story Modus an. Von den Einstellungen her habe ich jetzt alles mal gelassen, wie es ist. Ich glaube, wir hätten die Grafik sogar noch ein bisschen höher einstellen können. Order up. Are you all set? Sure am. This pizza getting delivered in record time. Awesome. Is your brother there? Yep, I've got the full audio visual link working. Gemma, was? Gemma can focus on running. Achso, Gemma sind wir wahrscheinlich, diese Tussi da. Gemma can focus on running. I'll make sure she doesn't get lost. Okay, das ist nett von dir. That's good. Aber ich muss eigentlich hier mit so einem Pizza-Akzent. That's good, but it's not just about speed, liebe Freunde. When you're delivering that pizza, remember to be warm and friendly. Oh Gott, ich kann kein Italiener sprechen. We're not a faceless corporation, we're a family. And Gemma, dieses nette Frauchen hier, die heißt Gemma. What the fuck, einfach nur. There's one more thing. Yeah, Dad? I spent too long talking to you and the pizza will go cold in 2 minutes. Run like the wind. Wow. Ist es dein fucking Ernst? It wasn't 5 minutes ago. No go. Okay. A und D zum Wagen, A oder Space um zum Springen. Okay. Shift oder B zum Ducken. Deliver the pizza before ready. Okay, nach rechts denke ich müssen wir. Oh, warte mal. Okay, wir rennen hier. Springen. Hey, noch sie. Alter, guckt euch das an, Leute, hey. Geht ja ab wie. Oh. Fuck. Okay, das. Oh nein, wir rutschen runter. Fuck. Aber wir können uns hier abrollen. Das ist eigentlich ganz nützlich zu wissen. Okay, das war natürlich dumm. Ich finde es schon mal cool, dass das Spiel auf mehreren Ebenen ist. Also, dass man nicht nur so einen einzelnen Weg mehr oder weniger hat, den man halt entlanglaufen muss, sondern dass es halt wirklich mehrere Ebenen gibt. Aber es ist halt wirklich so ein bisschen so ein Side-Scroll-Runner, kann man das sagen? Aua! Oh, das tat weh. Ich möchte irgendwie nicht sie sein. Hui! Oh scheiße, ich vergesse jedes Mal B zu drücken. Mal gucken, ob wir das schaffen können in der Zeit, weil unser Dad hat ja hier ein bisschen zu viel gequatscht. Ich finde es aber ehrlich gesagt, eigentlich sieht relativ cool aus bis jetzt. Also ich meine, das ist jetzt nicht die Schönheit vor dem Herrn, das ganze Spiel oder sowas, aber es ist auf jeden Fall mal, wir haben es geschafft. Ist auf jeden Fall mal, was? Nur ein... Ah, ich habe gerade gedacht, wir kriegen nur ein D dafür. Okay, wir sind aber auf jeden Fall auf dem A rausgekommen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, wie ich finde. Pizza. Pizzarific Pizza Delivery. Okay. Coming. Please enjoy your pizza. It's pizza and it's... terrific. Wow. Kriegen wir kein Geld? Was that guy wearing any pants? No, he wasn't. Alles klar. Erstmal einem nackten Typen seine Pizza nach Hause bringen. Ich denke, dass das Ganze wirklich hier über nur diese kleine Story hier hinterzeichnet wird. Finde ich aber eigentlich ganz in Ordnung. Wenigstens haben sie sich hier eine Story überlegt dahinter. Why did you direct me down here? It's gonna be a massive pain climbing back up. They have changed all the scaffolding in the metro building. Aunt Carrie is having trouble with the jumps. Okay, I remember now. Dad said that she might have to take a bus through the traffic. I've never seen the traffic, they say. It's a nightmare of angry people locked in steel boxes of hell going nowhere forward. Okay, no, it's worse than that. Okay, it's boring. Alles klar, ready und go. Was müssen wir denn jetzt überhaupt machen? Ich weiß nicht mal, was wir hier machen müssen. You can jump off... Ah, alles klar. Wir lernen also hier jetzt gerade so diese grundlegenden Dinge, wie zum Beispiel, oh, Moment, den Walljump zum Beispiel. Finde ich eigentlich ganz cool, weil das ist halt, Walljump ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Oh, Moment, wir können hier unten durchkriechen. Weil der Walljump ist eigentlich in solchen Spielen wie Mirror's Edge oder so, ist halt immer relativ cool. Ah, okay, wir haben sogar ein Trampolin. Trampolin gibt es also auch hier. Doing. Ach, was bist du? Ich will dich haben. Nein, verdammt.
Jetzt habe ich's. Was ist das? Alles klar. Das war so ein Turbo-Boost wahrscheinlich, den ich verkackt habe, einfach dadurch, dass ich hier falsch gelandet bin. Oh Leute, da geht's runter. Das habe ich nicht gesehen. Es ist aber auf jeden Fall meiner Meinung nach vom grafischen her relativ... Oh lol, da muss ich hochspringen. Echt jetzt? Dein Ernst? Vom grafischen her finde ich sogar ehrlich gesagt relativ in Ordnung. Klar, es kann sich jetzt nicht mit dem neuesten Mirror's Edge oder sowas messen oder so, aber es ist eigentlich wirklich in Ordnung. Nice. Hui. Na, hier so, dann machen wir hier so. Oh, dann halt. Oh. Okay, das war jetzt nicht so geplant, dass ich da aufklatsche, aber das kommt halt auch mal vor. Okay, da gehen wir hier rüber, da noch. Oh, wir kriegen den Barcode hier. Das ist auf jeden Fall gut. Ich weiß zwar nicht, was der Barcode bringt, aber er wird schon irgendwas bringen. Also eins muss man auf jeden Fall sagen, die Frau, das Mädel hier hat auf jeden Fall die Moves drauf, liebe Leute. Ach, wir haben den Kringel auf jeden Fall. Tom, dafür muss es ein A+ geben, oder? B nur? Okay, wir liefern die Pizza. Ja, hier, nimm die Pizza, smells great, dankeschön, ja, das ist gut. Okay, any new order, Tristan? Nothing, just the other way. I think I'll pick some, on carry, bla 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 bla. Okay, gut, los geht's. Wir machen noch, ehrlich gesagt, noch ein paar Aufträge. Was ich gut finde, auf jeden Fall sind die Ladezeichen. Das ist wirklich richtig gut. Es lädt überhaupt nicht lang. Lang. Alles klar, lädt nicht lang, Alter. Remember to be careful. That said, this area was was patrolled by Megaco-Pizza. Sweet. A chance to impress my fellow ninja. Willst du mir jetzt wirklich sagen, dass ich jetzt gegen eine konkurrierende Pizza-Firma kämpfen muss? Irgendwie finde ich das awesome. Moment. Okay, erstmal das Ding hier nicht mitnehmen. Das ist gut. Da haben wir ein bisschen... Oh, da ist der Barcode. Autsch. Okay, da ist der Barcode, aber ich will jetzt noch den Barcode haben. Das geht aber schlecht, okay. Dich nehme ich auch mit. Oh Leute, ich bin gerade echt ein bisschen inkompetent. Ich habe gerade noch nicht die Moves drauf, liebe Leute. Ich muss jetzt nochmal hier ein bisschen üben. Zack. Ducken. Ja, jetzt geht's los. Was, der ist der? Ah, a fellow ninja. Cool, I've been practicing for this. Alles klar. Gut, kommen wir jetzt. Wie kann ich zuschlagen? Alles klar, wie kann ich zuschlagen? Schnell. Punch her in the face or punch her in the face or something. Jemand kommt auf dich zu. Punch her in the face or something. Okay. Sie hat's gegoogelt, bla bla bla. Press A oder Space. B for running. Okay. Das ist aber fucking ernst. Ich muss durch die durchrutschen. Oder halt sie anspringen. Oh wow. Ah, natürlich schon krass. Oh, das ist okay. Boah, die hat mich hier einfach beleidigt. Ich sagte einfach, you suck. Ja, das ist in Ordnung. Das weiß ich schon genug von Hearthstone, dass ich nicht so gut bin. So, jetzt gucken wir mal. Den nächsten bashen wir aber weg. Junge, weg mit dir. Junge, weg mit dir. Und wir nehmen noch den Ding hier mit. Ah, cool, da können wir springen. Ah, da ist der World. Okay, jetzt hören wir nochmal. Wow, okay. Es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall, setzt das Ding aus, sobald man verkackt, was ich sehr, sehr interessant finde. Was jetzt? Echt jetzt? Also gegen die Springen kann man nicht, man muss auf jeden Fall unter denen durchrutschen. Oh mein Gott, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus, was wir hier gerade machen. Oder ist das gewollt, dass das Licht so aussieht? Wie kann ich denn bitte denn in der Luft eine mitgeben? Ah, Doppel-A, okay. Fuck you, hätte ich das vorher gewusst, wäre das viel einfacher gewesen. Ja gut, damit haben wir die nächste Tür erreicht. Das war jetzt nicht erfolgreich, ich glaube, wir kriegen gerade mal ein C oder sowas. Ja, richtig, wir kriegen einen C. Pizza, 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 alles klar, hier bitte, schenke ich dir. Oh, dir? Will ich es wissen? Maybe they're poor and can't afford pants. Auch schon wieder jemand ohne... Was ist das für ein Joke hier in dem Spiel? Warum hat jeder keine Hose an? Feel a bit down, check out the threads and the seal and the shop mood. Okay. Wir gehen also in home. Heißt das wirklich, wir müssen jetzt hier... ich kann hier wirklich Ding... The classic, the best... Ich muss sagen, liebe Leute,
Sie sieht von der Körperhaltung her halt eher irgendwie so, so. Naja, aus, oh, sagen wir mal naja. Aber es gibt auf jeden Fall viele, viele Outfits, die man ihr geben. Oh, das sieht eigentlich ganz cool aus. Das sieht wirklich ganz cool aus. Was sind denn Threads? Ah, Threads sind die Klamotten. Pizza Delivery. Was ist TLC? Ah, okay, hier können wir ihr Energie wieder geben. Du kriegst jetzt einen Tee. A lovely cup of tea, my friend, my dear friend. Ich will aber jetzt, eigentlich will ich jetzt mir noch das Kostüm kaufen hier. Welches war's denn? The Raven. Gucken wir mal was. Was gibt's für Scheißkostüm? Okay, wir nehmen das hier. Weil, warum nicht, liebe Leute, warum nicht? Jetzt machen wir noch eine Runde Pizza Delivery. Oh, jetzt bin ich rausgegangen. Story. Machen wir noch eine Runde Pizza Delivery. Ja. Dann machen wir das hier. Being nice is a well and good, but you can't let people walk all over you. Ja, das ist sehr gut. Just think you should be a minimum dresser. Ja, 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 bla, bla, bla. I guess, bla, bla, bla. Ja, okay, lass mich jetzt Pizza ausliefern. Es ist eh immer dasselbe. Und diesmal weiß ich, wie es geht. Los geht's. Okay, relativ. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Das. Oh, boah. Da musste ich gerade ganz kurz mal, im rechten Moment B drücken. Das war aber extrem knapp, liebe Leute. Also das. Oh, wir haben den Partykringel. Alles klar, jetzt geht's los. Ach, come on. Ich hab dir doch den Kick gegeben, Junge. Wie die halt alle in einer Reihe stehen und mich halt einfach nur auslachen. Alles klar, nochmal. Wow. Alles klar, den Wirbelzwirbel eingesammelt und erstmal voll auf die Fresse fallen. Ja, über den dodgen wir einfach weg. Ja, okay, ich muss halt echt darauf achten, dass ich hier. Man kann nicht aus unendlichen Höhen runterfallen. Was theoretisch ja eigentlich klar sein müsste, aber irgendwie mir nicht so ganz klar war. Alles klar, hier ist ein Trampolin. Whoop. Hopp. Okay, sieht gut aus. Wir haben aber nur 35 Sekunden. Wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen beeilen, habe ich so das Gefühl. Fuck. Alles klar, der war clean. Und wir haben nochmal eine Kringel. Und wir haben es geschafft. Alles klar. Ja, vielleicht. Was heißt diese eine Kringel von 1? Wir haben sogar noch mehr eingesammelt. Ein bisschen seltsam, aber naja, was. Ding dong. Pizza. Warum muss dir die Pizza immer an irgendwelche Typen liefern, die keine Hose anhaben? No pizza, no pants, no pizza. Das ist doch mal ein guter Spruch. Das ist der Leitspruch. I guess I say, don't be sorry. I think it didn't the right thing. Really? If you wanted to self my self-respect for money, I would say an old job, bla 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 bla. Ja, gut, okay, okay, wow. Ich finde halt, die Story dahinter hat zwar nicht dieses Diebschürfen, der ist aber auf jeden Fall in Ordnung, wie ich finde. Ich finde es cool, dass man hier sich komplett customizen kann. Was ist denn bitte Swag? Aha. Aha, Fearless. Haben wir jetzt gekauft, ich weiß nicht was, Comics. No Pants, No Pizza, alles klar. Ach, da kann man halt, das sind halt so Sachen, die man sich halt hier kaufen kann. Finde ich ehrlich gesagt relativ cool. Es ist ein ganz lustiges Spiel, so vom Prinzip her. Es ist jetzt nicht eines der besten Spiele, aber auf jeden Fall ein lustiges und ganz okayer Zeitvertreib. Ich finde es lustig, dass man hier diese ganzen Sachen halt machen kann. Ich würde jetzt gerne nochmal den Speedrun-Modus ganz kurz angucken. Ein Single Run einfach mal, Fear of the Falling. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir werden es auf jeden Fall mal probieren. Ich denke halt, es geht wirklich darum, jetzt so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Ja, richtig. So, wir machen also hier mal. Zack. Oh lol, das war schon mal gut. World Record liegt bei 50. Oh lol, wie sollen wir denn? Alles klar. World Record liegt bei 50.957. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall nicht schaffen, aber wir werden unser Bestes mal geben hier. Ach okay, hier sind überall diese Dinge, wo man sich festhalten, so Stangen zum Festhalten, wo man sich dann rüber swingen kann. Komm, gib Gas. Zack. Zack. Alter, nice war das. Und wir haben wieder den geilen Audio-Boost. Hype.
Zack. 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 Oh nein. Fuck. Alles safe. Huiuiui. Der Base darf noch nicht droppen. Nein. Okay, okay, okay. Okay, unser Rekord liegt bei 1:09:196. Wir sind 18 Sekunden über dem Weltrekord. Aber das ist in Ordnung für mich auf jeden Fall. Macht es jetzt noch irgendwas oder war es das jetzt? Ja, liebe Leute, das ist auf jeden Fall. Okay, hier sehe ich jetzt den Rekord. Das ist auf jeden Fall das Spiel gewesen. Es ist auf jeden Fall Ninja Pizza Girl gewesen. Ich hoffe, euch hat diese kleine Aufnahme gefallen und hat euch einfach das Spiel ein bisschen näher gebracht oder halt nicht. Ich finde es vom Prinzip her, es ist ein wirklich interessantes Spiel einfach mal. Es ist halt einer dieser Side-Runner, der sogar relativ mit einer Story gut durchgesetzt wurde. Ich finde es immer noch ein bisschen seltsam, dass sie irgendwie immer nur Typen in Unterhose ihr Essen bringen musste bis jetzt. Aber okay, okay. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Türelü.